Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein werter Name ist Monsieur Ambrasse. Die Deutsche Kulturunion zur Förderung der Allgemeinbildung hat mich eingeladen, um hier an deutschen Hochschulen und sonstigen Institutionen Vorträge zu halten. Diese Vorträge sind Bestandteil eines Entwicklungshilfeprogramms, das Frankreich Deutschland angedeihen lassen will. Sie werden sich nun sicher fragen, zu was braucht Deutschland von Frankreich Entwicklungshilfe? Und hiermit wären wir auch schon beim Thema angelangt, nämlich bei meiner Professur. Meine Professur hat in Frankreich eine ganz, ganz lange Tradition. Sozusagen eine Tradition, die sich traditionellement aus der Tradition traditionellement traditioniert hat. Aber warum soll ich eigentlich so lange um den heißen Brei herum reden? Oder Schöne kann doch sein, so nah. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Professur ist das Küssen. Selbstverständlich haben wir an unserem Institut à Paris auch unsere Fachtermini, unser Fachchinesisch, um ordentlich protzen zu können. Also, wir nennen unsere Wissenschaft Küssologie. Wenn Sie das vielleicht aufschreiben könnten. Oder hat hier, Moment, haben Sie hier Notizblöcke? Keine dabei. Was sind Sie für Studenten? Aber gut, ich habe einen. Nicht für Sie, voilà. Dann haben Sie noch irgendwo einen Kugelschreiber und dann schlage ich vor, als werden Sie finden, dann schlage ich vor, schreiben Sie für alle mit und hinterher können Sie für alle kopieren. Selbstverständlich gibt es beim Vorgang des Küssens einige wichtige Dinge zu beachten. Und als erstes möchte ich hervorheben die Sauberkeit. Und dabei haben Sie ja als Deutsche, zumal als fast Schwaben, kaum Schwierigkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie haben Currywurst gegessen. Und dieses Ketchup bleibt da sofort in den Mundwinkeln hängen und schon nach wenigen Minuten bilden sich Maden. Würmer, Schnecken, Kakerlaken. Miniaturkrokodile etc. Das ist natürlich nicht sehr angenehm. Aber es gibt doch in Schwaben diese riesen Stahlborstenbesen, mit denen die Schwaben immer die Straßen kaputt fegen. Nehmen Sie doch so einen riesen Stahlborstenbesen, wischen sich damit kurz über die Lippen, wie beim Uberforte. Und nebenbei haben Sie noch erheblich zu deren Durchblutung beigetragen. Ein weit verbreiteter Irrtum ist es anzunehmen, Mundgeruch wäre dem Vorgang des Küssens abträglich. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, Mundgeruch, das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Widerstehe zu meinem Mundgeruch. Und ich stehe nicht zu ihm, aber wenn ich zu ihm stehe, dann wird es die Partnerin der Partner kaum merken und schon nach wenigen Sekunden wird er sich so von des anderen Mundgeruch erfüllt sein, dass es absolut natürlich stinkt. Man kann das auch mit einer praktischen Methode verifizieren, das ist die sogenannte Knoblauchmethode. Also ich gebe Ihnen mal, Sie sind sehr eifrig, eine Knoblauch. Und falls hier, Moment, da haben wir noch... Ja, wollen Sie alles in den Mund stopfen? Sie können aber auch...
Ich gebe hier noch ein paar hier, voilà. Madame, oh, il faut réagir, hein, voilà. Voilà, voilà, ici, là. Oui, das können Sie währenddessen jetzt, während ich den Vortrag halte, können Sie das machen, ne? Kurz Knoblauch im Mund und dann sich gegenseitig küssen. Mal sehen, wie das funktioniert. Voilà. So, und er noch, ne? Voilà. Bei einem richtigen französischen Kuss wird rund 1 Million Kalorien verbraucht.